Tag auch ihr Nasen und herzlich willkommen zu und noch ein Spiel. Ihr seht Star Wars The Force Unleashed. Warum nehme ich das? Alle Welt spielt eigentlich zurzeit das aktuelle Star Wars Spiel. Was cool ist, was ich auch habe, was ich euch zeigen könnte, will ich aber gar nicht. Nö, ich zeige euch mal ein DLC hier aus diesem Spiel und will euch auch irgendwo mal visuell darstellen, dass auch das Spiel von 2008 einfach mal noch total knock aussieht. Und jetzt werde ich ein Problem kriegen und wahrscheinlich die Musik rausschneiden müssen. Banderolenvorspann. Stichwort, ne? Also. So, jetzt ging's, oder jetzt geht's dahin, wo für mich bei Star Wars alles begann. Wir kommen jetzt auf Tatooine an. Das hat das alte Raumschiff von Leia. War das alte Raumschiff von Leia. Okay. Das ist mein Sith-Outfit, Leute. Ich werde sie nicht enttäuschen, Meister. Wir werden ja sehen. Haben wir den Sprachchip von Vader eingepflanzt gekriegt? Ich möchte ganz kurz mal was gucken. Ja, man kann hier ein bisschen rumdröseln, so bei den Schwertern und alles, und ich finde das super. Ich will nämlich schon einen roten Kristall. Man kann sogar schwarz spielen, lila, gelb, blau, alles drin. Aber das wabernde rote Schwert finde ich irgendwie immer noch wow. So. Mehr Badass geht nicht. Vor allem bei den Krallen braucht der Mann eigentlich gar kein Lichtschwert. Ups, weg damit. Mein Lord, hier ist Captain Barros. Der Imperator hat mich angewiesen, Ihnen bei Bedarf zu helfen. Also gut, Captain. Fahren Sie fort. Jawohl, mein Lord. Scheinbar haben sie bereits die Jawas entdeckt. Scheußliche Kreaturen. Ja, die sind ein bisschen nervig und quiekig.
Zappelköppe. Ja, wir haben lila Blitz. Wir sind richtig badass, Leute. Normal ist der ja blau. Bisschen zerstörbare Umgebung haben wir. Ah! Was will er jetzt? Ach, ein paar Druiden. Wie lächerhaft. Geh mal weg da mit dem Schweißgeräte. Ich mache ein bisschen Button-Mashing hier, aber was soll's. Ah, sind sogar noch rangekommen, auch wenn er nicht gleich gestorben ist. Maul. Unsere Sensoren zeigen, dass ihre Route von einem Sandkriecher der Jabbas blockiert wird. Wenn sie einen Weg finden, eine sehr große Menge der Macht auf die Seite des Sandkriechers einwirken zu lassen, könnte das ihre Route vereinfachen. So. Ich soll hier bei dem Sandkriecher was machen. Was gegenwerfen vielleicht? Ach nee, da kommen wir nicht weiter. Das ist ein bisschen das einzige Problem, was das Spiel tatsächlich hat. Wegfindung ist manchmal nicht so easy. Mal gucken, vielleicht brauche ich irgendwie eine erhöhte Position oder sowas. Ah, wartet mal, ich habe eine Idee. Ich habe da den Machtstoß, ich dödel. Weil muss ich einfach bloß schubsen. Jawohl. Und Kamehameha! So, beseitigt. Ah, ich finde, der sieht immer noch grandios aus. Läuft auch schön flüssig. Na, ist mal gut, ne? Diese Machtspielereien sind super. Das ist mir relativ rotze. So viel Schaden machen die mir nicht. Mist, das hat jetzt nicht geklappt. Aber das. Ich das etwa? Die Slave One ist gerade weggeflogen? Oder kommt die gerade an? Die kommt gerade an, wie es aussieht. Da ist Boba Fett drin, Leute. Tatsache. Die kommt gerade. Das wäre ja auch noch was. Ein Kampf gegen den bekanntesten Kopfgeldjäger der Galaxis. Na, visier das Ding doch mal an. Achso, Sprit war alle gerade. Ja, ich muss die Macht erstmal wieder aufladen lassen.
Ach, das Zielen. Ach. Um die kümmern wir uns gleich. Maul! Ich weiß gar nicht, wohin mit deiner Macht. Grillen. Das ist nicht koscher hier. Die vertragen sogar relativ viel. Also im Hauptspiel ist das bei den Gegnern. Naja. Ich habe die ganzen Kombos schon gelernt, das ist cool. Alter, haut das rein. Die quieken wie ein abgestochenes Schwein, die Bastarde. Kann man da oben noch irgendwas machen? Gibt's hier noch irgendwas? Ich kann nichts erkennen. Ich bin aber neugierig. Und ich kenne den DLC nicht. Also ich habe den mit euch jetzt das erste Mal hier angefangen. Hatte bloß aufgrund des Sounds schon mal reingeguckt, aber bin da keinen Meter gegangen. Von dem Ding her für uns alle hier eine Premiere. Oft sein. Der Allmächtige und warum hat er es nicht geschafft, sein Schwert auszumachen? Bano Wanji Kurba, du da Sithskan. Das Imperium sucht nach zwei Droiden, Astromech und Protokoll, die zusammenreisen. Sie werden für jede Information entlohnt, die ihre Spione liefern können. Ano Droida Tatooine. Makuna Shirakta Lopa. Sir Garindan berichtete, dass er zwei solcher Droiden in Mos Eisley gesehen hat. Master! Sie hätten nicht gedacht, dass Starkiller auf den Joke reinfällt. Armer Rancor, sag ich mal. Ja, den kriegen wir schon klein. Irgendwie erstmal das Mistvieh hier beseitigen. Ich muss hier mal kurz ein bisschen raus. Ich habe gerade eine furchtbar schlechte Kamera. Und Verwundbarkeit. Das nutzen wir doch mal eiskalt aus. Ich sag doch, armer Rancor. Diese roten Dinger hier, diese roten Auren, ihr seht,
gegeben, kurzfristig. Energie? Achso, müssen wir hochheben. Moment. Du bist noch da? Frechheit. Ich finde das von der Präsentation und diese Machtspielchen und Physikspielchen sind so toll. Ernsthaft? Na, Mos Eisley kommen wir auch. Sehr schön. Ach Gott, Leute, ich liebe das Spiel. Ich glaube tatsächlich... Kriechen ist ab. Einfach zu kloppen. Ein paar Javas wegbatschen hier. Könnt ihr das den ganzen Tag machen. Meinst du? Keiner wird davon fragen. Also eins mal sicher. Jabba wird uns nicht helfen. Na, wer wird denn hier so frech sein? Ich sehe da oben auch schon wieder so ein Ding. Na. Wachsen die Gier. Jetzt auch mal in die Zellen schauen. Ah, da oben ist sogar noch so ein Ding. So. Vielleicht gibt es da Boni. Das war mal ein Wookie, oder? Ja. Habe ich jetzt Chewbaccas Schwager gekillt? Ist nicht nett, was ich hier durch weiß.
Die Kombo ist so super. Was sagt der? Ja, die Tür kriegen wir doch auch raus. Ach, das ist so klasse. Ja, die sadistische Ader schlägt hier bei mir bei dem Spiel hier ein bisschen arg durch, aber ja. Kann man mal machen. Da schießt doch schon wieder jemand auf mich. Sieh doch mal das Ding an, danke. Speicherpunkt. Au, ich habe gerade auf den Timer geguckt, das war nicht so prall. Na, warte. Ich komme gerade tatsächlich hier nicht raus, der hat mich gesteckert, der Bastard. So. Reicht's mir aber hier. Kackvogel. Wie ist es einfach nur lustig? Mein Lord, konnten Sie die Droiden finden? Die Droiden sind in Mos Eisley, Captain. Bestens, mein Lord. Wir schicken eine Schwadrone. Das lassen Sie besser, Captain. Ich werde diese Droiden bergen. Jawohl, mein Lord. Natürlich. Gott. Was das mies, auch wenn das ein Roboter ist. Folterkammer für Druiden hier. Sieht mir nach Bossfight aus, Leute. Aber ich kriege hier nur nichts auf die Kette. Wieso nicht? Ah! Was ist er denn? Ja gut, Bossfight. Na, warte. Ich hier aus der Ecke erstmal raus bin. Noch Fragen? Ist.
Ach, nicht hoch genug gesprungen. Jetzt. Da ist ein Bonus. Das kann alles Mögliche sein. Nicht lustig. Jetzt. Weiter geht's. Ich bin mal gespannt, ob Jabba noch einen auf den Turm kriegt. Das war mein Druide aus dem Hauptspiel. Ja, den könnt ihr ja nicht kennen. Blöder Java. Was müssen wir machen? Sind Sie das, Sir? Vielleicht braucht der Strom. Sir? Sind Sie das, Sir? Foxy. Ich weiß gerade wirklich nicht, was ich hier tun muss. Sir? Sind Sie das? Sie sind es! Ah ja. Was muss ich jetzt machen? Bitte nicht. Ich muss irgendwie aus diesem Raum heraus, Foxy. Sir, vielleicht könnten Sie mich in das Sichtfeld des Himmels hochheben. Ich könnte noch genug Energie aufwenden. Okay. Cool. Danke, Foxy. Gewiss, Sir. Es war schön zu... Au. Ach, fast. Nein! Ja, ich werde da nicht wegen so einer blöden Geschicklichkeitsgeschichte hier drauf gehen jetzt. Ich will nicht. Ja, und nu? Ich glaube, hier müssen wir nicht rein. Alter, ich geh drauf. Muss ich doch woanders raus, oder was ist hier Phase? Alter! Komm schon. Wo geht's denn jetzt hier denn wirklich raus? Und was soll ich machen? Es tut mir leid, Sir. Ich
fürchte, meine Hauptschaltkreise sind immer noch defekt und ich bin nicht in der Verfassung, ihnen nach dem Leben zu trachten. Außerdem vermisse ich meine Beine. Ich muss irgendwie aus diesem Raum heraus. Das hat er uns schon erzählt, vielleicht muss der... Nee, da ist dicht. Also irgendwas haut da jetzt gerade nicht so richtig hin. Das haben wir doch jetzt gemacht gehabt. Oder ist hier noch ein Scanner? Ich habe den nie gesehen. Das hatten wir. Muss ich das nochmal irgendwie aufmachen? Hä? Dieses Sicherheitsauge wurde programmiert. Nur autorisiertes Personal. Ja, da geht's auch nicht weiter. Sir, ja. Vielleicht könnten Sie mich in das Sichtfeld des Scanners hochheben. Ich könnte noch genug Energie aufwenden. Also irgendwie gibt's hier gerade einen Bug. Dieses Sicherheitsauge wurde programmiert. Was war denn jetzt das bitte? Ach so. Ein paar Hutten wieder. Hutten. Ein paar Javas. Sir, vielleicht könnten Sie mich in das Sichtfeld des Scanners hochheben. Ich könnte noch genug Energie aufwenden. Ich würde doch das gern tun, mein Freund. Aber da passiert halt nichts. Boah, sorry, Leute. Irgendwie. Ich versuche aber mal was. Vielleicht kriegen wir das dadurch denn doch irgendwie getriggert. Wir sind eh eigentlich schon auf eine halbe Stunde, aber ich wäre eigentlich schon noch gerne rausgekommen. Vielleicht klappt's. Ja, noch weiter zurück, oder wie? Ah ja. Extreme Ragdolling hier. Jetzt sind wir gleich hin. Klasse. Okay, es soll irgendwie gerade nicht sein. Er hat mich aber auch eine so blöde Stelle abgesetzt. Ich gehe fast davon aus, da muss ich irgendwie da weiter. Aber da fehlte der Trigger. Einmal versuche ich es noch. Ach. Aber was? Da geht's weiter. Ach, das habe ich nicht gesehen vorhin. Ist unsere Übertragung stört? Das habe ich echt nicht gesehen gehabt. Ah, verdammt. Wahrscheinlich habt ihr das schon gesehen und klatscht euch schon wieder regelmäßig im Dreivierteltakt an die Stirn. Diesen Ort hast du ziemlich verwüstet. Dein Kopf bringt jetzt jede Menge Credits ein. Dann werde ich das jetzt zu Jabba zurückbringen. Ja.
Irgendwie sein Schutzschild. Der reißt schon ein bisschen was. Aber das freut mich trotzdem, dass wir gegen Boba Fett kämpfen dürfen. So. Sollte es aber. Hada. Dummes Schwein. Du bist sogar schlimmer als Vader. Jetzt. Das ist Feierabend hier. Verdammt. Nochmal. Ich habe eigentlich rechtzeitig gedrückt, habe ich gedacht, aber naja. Quarterback wird gegrillt. Ach, super. Okay, ich glaube, das war dein würdiger Abschluss. Ich fürchte, ich kann dir nicht erlauben, das zu tun. Ich wartete viele Jahre auf die Vernichtung des echten Obi-Wan Kenobi. Gleich noch ein Bossfight. Okay. Kann ja gar nicht anders. Wo ist er? Alter! Ja, gut drauf, der alte Mann, der. Ich komme hier gerade nicht raus. Der verkackt mir die Steuerung. Aha. Das ist ja nett. Der kann mir die Steuerung verhageln. Aber jetzt verhagel ich dir den Tag, Keule. Gegen meine Killer-Kombo kommst du nicht an. Am Ende angekommen. Mit diesen Mini-Droiden. Das ist ja wirklich ikonisch, da kannst du ja nichts sagen. Sollte ich ihn eigentlich haben? Es
ist schade, dass du die dunkle Seite wählen musstest. Jetzt ohne Witz? Du kannst mir mit deiner Waffe keine... Doch, kann ich. Gott. Lauf, Luke. Lauf. Also als Claw. Also in etwa 5 Minuten Boba Fett, Obi-Wan und den Machtgeist von Obi-Wan. Alter. Badhead. Badass Motherfucker, aber richtig. Heide Witzka. Okay, ich habe mal eben den DLC durchgespielt. Gut. Ja. Kommt vorne. Ja, ist so. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ich hatte ihn. Auch wenn es jetzt am Ende ein bisschen hakelig war. Mal eine coole Erfahrung. Das Hauptspiel ist ebenso geil. Also, das gebe ich euch dann gleich mal kurz noch, den Start davon. Einfach mal, damit ihr wisst, wie der Einstieg ist. Und dieses Spiel gibt es für mittlerweile so, ich sag mal, 5 bis 8 Euro auf eBay, im GameStop und sowas. Kriegt ihr ganz günstig für die 360 und die für PS3. Ich habe hier die 360-Version, aber auf der One, weil es auch noch abwärtskompatibel ist. Grandios. Ja, ich würde sagen, haben wir wieder das Spiel durchgespielt, auf insbesondere DLC, wa? Lass jetzt hier für euch die Credits noch durchlaufen und sag an dieser Stelle, ja, wünsche euch einen schönen Sonntag, Restsonntag, bis zum nächsten Mal, wenn es denn heißt, jetzt noch ein Spiel. Jo, haut rein, ciao.